Willkommen, Taktikfreunde, zurück zu XCOM 2. Und wir versuchen das heute mal ein bisschen anders. Ich zeige euch vorher das Team. Und zwar haben wir zwei Rookies, Gray und Robo. Wir haben Odysseus dabei. Wir haben Kekana, die andere Rangerin. Und wir haben Wendo, wie immer, dabei. Power leveln bis zum geht nicht mehr. Der Hintergrund dafür ist übrigens, dass die erhöhte Squad Size einen Soldaten von einem bestimmten Rang braucht und nicht wie bei Longwa Rangaufstiege über alle Soldaten. Deswegen ist es ganz gut, einen ganz hoch zu bringen. Außerdem ist er unser einziger Specialist bisher und Specialists sind cool. Ja, wie ihr seht, haben wir eine Reihe an unterschiedlichen Gadgets. Das Medkit, die Flashbang-Granate, den Battle-Scanner, zwei Granaten auf Odysseus und eine Smoke-Grenade. Wir haben Odysseus das erste PCS gegeben, kann ich auch mal zeigen, Personal Combat Sims. Und zwar hat er, da sieht man es, das normale Speed-Upgrade, das heißt, er läuft jetzt einen Teil weiter, denke ich. Und das Plus 3 habe ich mir aufgehoben für Komarov, der ja dann irgendwann demnächst wieder mal aus der Medbay kommen müsste. Und auf Ranger, denke ich, ist das maximale Speed-Upgrade das bessere. So, ich denke, hier werde ich dann versuchen mal einen Cut zu machen mit dem YouTube-Editor. Ihr werdet ja dann sehen, ob es klappt oder nicht. Ansonsten bin ich für jetzt erstmal still. So, wenn das jetzt geklappt hat, habt ihr diese unmöglich lange Ladesequenz nicht mitbekommen. Wenn nicht, Entschuldigung dafür. Da vorne ist das Ding, was wir schützen müssen. Das hat eine ganze Reihe an Hitpoints. Das heißt, wir müssen uns nicht allzu sehr beeilen, aber dennoch halbwegs schnell vorwärts gehen. Ja, und halt verhindern, dass dieses Ding zerstört wird. Alle Gegner ausschalten, das Übliche. Ich schaue mich nun mal fix um, wie das von der Map her aussieht. Da drüben könnte was sein. Hier starten wir ganz in der Ecke. Wendo. Da wird er nichts sehen, da wird er was sehen. Schicken wir ihn mal dahin. Roger. Ich finde cool, dass das Kettenfahrzeug hier so ein bisschen ans SDKFZ 151 angelehnt ist. Also ein bisschen an Wehrmachtszeug. Macht sich ja immer ganz gut. Sieht man ja auch in Star Wars. Dass da die Bösen als die Wehrmachtler oder Pseudo-Wehrmachtler gekleidet werden. Okay. Squad von zwei Leuten. Das ist nicht so schlimm. Vielleicht tun sie uns ja den Gefallen, sogar ein bisschen näher zu kommen. Ich will mich da nicht allzu lange mit aufhalten. Vielleicht gehen sie aber auch Richtung des Ziels. Dann müssen wir sie natürlich irgendwie demnächst aufhalten. Kekana will ich möglichst weit vorn haben, vielleicht da, weil Shotgun und großes Fleischermesser. So, und unsere Rookies, schauen wir mal, dass wir die vielleicht irgendwie so hin positionieren können, dass wir sie dann für Flanken nutzen können. Hier ist noch irgendeine Art Supermarkt, aber da dürften wir nicht flankiert werden können. Ich denke, wir gehen mal vorsichtig bis da vor. Und der Rest overwatcht. Und dann werden wir vermutlich gleich sehen, dass schon ein Port in der Nähe des Ziels ist, oder auch nicht. Und die haben sich bewegt, ohne dass es mir angezeigt wurde. Na, okay. Warum auch nicht. So, wir haben Kekana hier, die bis davor gehen könnte. Sie ist nicht die der perfekte Charakter zum Aktivieren. Wir haben unseren Rookie, der hier volle Deckung nehmen kann. Odysseus könnte das ebenfalls tun. Wer kann denn noch wie weit vor? Wendo kann nur bis da. Der Rookie könnte nicht bis da. Schicken wir mal Machier Robel, keine Ahnung, dahin. Schauen wir mal 66-66, das übliche Rookie-Aim, was eine Katastrophe ist.
Ich bin am Überlegen, ob wir Kikana vielleicht irgendwie davor schicken. Da sollte sie auf jeden Fall zumindest vor Entdeckung von den beiden ziemlich sicher sein. Selbst wenn die jetzt auf uns zukommen. Gleichzeitig sollte es die beiden ein bisschen herziehen, weil ein Dash normalerweise die Gegner anziehen sollte. Und da können wir vielleicht gleich noch schauen, ob irgendwo anders ein Pot ist. Sieht nicht so aus. Okay, das ist doch relativ chillig. Das heißt, wir sollten die nächste Runde irgendwie haben. Dann gehen wir mal mit Joanne Gray bis dahin. Good to go. Mit Odysseus dann bis dahin. Closing on target position. Und mit Wendo bis dort. Und dann haben wir hier eine relativ gut geschlossene Linie. Wenn auch derzeit kaum Overwatches, aber ich sehe auch keine Chance, dass die Gegner uns hier irgendwie sehen. Von daher nicht so wild. Okay, die rennen. Die rennen Richtung Ziel, oder? Und da sehen wir den ersten Beschuss. Ja, wie gesagt, das Ding hat jede Menge Lebenspunkte. Das heißt, ein paar Runden hält das Ding schon aus. Interessant, dass die hier wegdashen, obwohl wir hier rüber gerannt sind. Hätte ich so nicht erwartet. Der nimmt sogar irgendwie Deckung. Die Frage ist, wenn wir jetzt Kikana hierher bewegen, ob das irgendeinen anderen Pot dazu... ob sie dann von irgendwas anderem gesehen wird. Könnte passieren. Sie hat auch noch kein irgendwas Upgrade, was mit dem Concealment helfen könnte. Das ist alles in Flankenposition. Davor könnten wir noch gehen. Ja, ist leider nicht so gut, weil einer davon schon in Deckung ist. Vielleicht kriegen wir den Officer trotzdem irgendwie mit ein bisschen Beschuss. Odysseus kann auf jeden Fall bis dahin kommen. Und dann können wir mal schauen. 72%. Ich würde Odysseus halt ganz gern sozusagen noch behalten für die eventuelle Granate, die wir nutzen. Haben wir noch einen Pot aktiviert? Sieht nicht so aus, aber hier hinten... Achso, da ist nochmal so ein Turm. Das heißt, wir könnten mit Wendo auch eigentlich mal schauen, was der hier bringt. Können wir sogar schon von hier. Greife aufs System zu! Ja, also ich werde mal mit dem YouTube Video Manager Dings da ein bisschen... Alerted to your position. Das bedeutet, unser Dingsbums wird auch aufgehoben. Das heißt, wir machen dann... Also wir können es dann irgendwann mal probieren, wenn wir aktiviert haben. Das sollte ja jetzt keine Aktion gekostet haben, wenn ich mich recht entsinne. Genau, hat noch alle Aktionen. Das heißt, wir holen ihn erstmal mit hier hinterher. Keine Aktivierung soweit. Kikana. Würde ich dann mal hierher holen. Ich rechne nicht damit, dass eine hier in unsere Richtung rennt und überlebt. Scanning. Probel. Tja. Mit einem der Rookies das Feuer eröffnen. Feuerschutz. Und Odysseus und den anderen Rookie vielleicht aufheben. Ich denke, das ist ganz vernünftig. Jawohl. Schöner Treffer. Genau. Jawohl. Der Grunt rennt auch schon. Und der Officer ist schon tot. Sehr schön. Der rennt sogar in eine Near Flank von Joanne Gray. Odysseus hat sich auch schon bewegt. 64. Wie viel kann Joanne Gray? 69. Ja, schauen wir mal, was die hier reißen kann. Nichts, offenbar. Negative Damage. So,
Und dann Odysseus 64. Warum nicht? Vielleicht darum nicht. Ja, aber wie gesagt, die Rookies sind mir jetzt nicht so wichtig und mit einem Overwatch hätte ich auch nicht mehr Trefferchance gehabt. Von daher war das schon ganz okay. Der flankiert den einen Rookie und Wendo. Ach ne, Kekana. Ah. Ja, ich bin dabei. Das heißt, da haben wir ja schon mal einen Kandidaten für unser Medkit. Wir können jetzt Joe und Gray das Ganze vielleicht nochmal besser machen lassen. Indem wir hier rangehen und eine 84% Schuss abgeben. Ja, endlich. So. Das Medkit wäre ganz gut jetzt zu nutzen. Können wir das von hier aus? Nein, wir müssen direkt daneben stehen. Okay, dann machen wir das so. Und dann müssen wir jetzt halt ein bisschen konservativer vorgehen. Wir haben ja auch noch unsere beiden Granaten. Wir können auch mal den Battle Scanner werfen, wenn der... Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer den hat. Ach ja, Kekana hat den. Gehen wir mit ihr erstmal da hoch. Das sollte ja nichts aktivieren, da waren wir vorhin schon mal so halbwegs. Oh, das aktiviert aber. Schlecht, schlecht. Immerhin stehen, glaube ich, alle halbwegs in Deckung. Wendo halt leider hinter einem Motorrad in halber Deckung. Katastrophale Trefferchancen von Kekana. So, wie machen wir das? Wir können Odysseus da vorholen. Und vielleicht den Rookie nach dort. Ich weiß nicht, ob er von da überhaupt was sieht. Tut er. Den da unten für 45. Position confirmed. Ich stehe jetzt alle in halbe Deckung, weil ich nicht will, dass das Wendo beschossen wird. Das senkt zumindest die Chance. So, er wird wahrscheinlich irgendwie was ranholen und er wird hier vorn an die halbe Deckung laufen und dann schießen oder so. Lässt sich jetzt leider nicht so wirklich ändern. Vielleicht können wir aber auch ein bisschen overwatchen. Der da wird wahrscheinlich nur schießen, vielleicht aber auch laufen. Ich denke, wir lassen es einfach mal drauf ankommen und overwatchen. Eine Runde, weil sind halt alle wenigstens in halber Deckung. Ja, ihr seht, das Ding hält ewig. Das war jetzt schon der dritte Schuss, der drauf abgegeben wurde. Oh, der Sektoid will das Feuer auf sich ziehen. Schade. Da hat man übrigens Undurael auf dem Wanted-Poster gesehen. Und der Sektoid... Oh, meint irgendwas. Mind Control, okay, das heißt, wir müssen ihn jetzt ausschalten. Wir haben ja einen Flashbang dafür. Da ist das zweite Overwatch, der kritisch da oben. Ja, das sieht nach keinem Treffer aus anscheinend. Und Rookie! Ah, immerhin was. Und da ist Wendo auf dem Gesuchtplakat gewesen. Tja, das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt mit den Overwatches. Aber es hätte wahrscheinlich auch schlimmer kommen können. Kann es auch immer noch. Nicht treffen. Die haben irgendwie so ungefähr 50% Trefferchance gegen Leute in halbe Deckung, habe ich mal in einem Video gesehen, wo es gemoddet war, dass man die Trefferchancen sieht. So, mit Maciej Wrobel haben wir die Flashbang. Das heißt, ihn werden wir dazu nutzen, den Sektoiden davon zu flashen. Denn ich sehe nicht, dass wir ihn jetzt in einer Runde tot bekommen. Wir könnten auch mit Odysseus hier eine Granate hinlegen und ihn dann vielleicht doch umnieten. Und dann mit Kekana potenziell irgendwie dahin gehen und den erschießen. Vielleicht versuchen wir das erstmal. Wir haben ja immer zwei Granaten, einen Pot, wissen wir, dass er noch da ist. Ah.
genau so, dass wir den Sektoiden nicht bekommen. Ich will auch eigentlich die Wand dann nicht einreißen. Dann bewegen wir mal Odysseus ein Stück weiter nach vorn. Dann müsste er erstens volle Deckung haben und zweitens die Granate auch ordentlich setzen können. Genau so wollen wir das doch. This is for you. Da hat er vollkommen recht. So. Eine Gefahr weniger. Leider hatte genau dieser eine Grunt hier hätte was für uns fallen lassen, aber steckt man nicht dahinter. Der Rookie hier hinten. Kommt er irgendwie so weit, dass wir den Sektoiden sehen können? Ist ein bisschen schwer, wir zoomen ein Stück raus. Tja, nur wenn er sich out in die Open stellt. Ist nicht so unbedingt das, ist, was wir machen wollen. Aber das... hier die Deckung? Nein. Hier die Deckung? Nein. Tja, der Sektoid hat noch 7 Lebenspunkte. Ist ein ganz schöner Gamble. Mit Wendo würde ich prinzipiell auch eigentlich ganz gern vielleicht ein bisschen ein Hilfsprotokoll aussprechen. Und der Sektoid muss definitiv diese Runde sterben oder geflashbanked werden. Aber sterben wäre mir lieber, da er ja out in die Open steht. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Leider haben wir noch keinen Stock bekommen, der uns jetzt den Abschuss garantieren könnte. Aber ich denke, ich bin bereit, hier jetzt mal den Rookie in Gefahr zu bringen. 65% nur. Ich hoffe mal, das reicht. Tut's. Sehr schön. Come back to me. Ein Achievement. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich weiß auch nicht, ob wir Kikana jetzt bewegen dürfen. Dürfen wir? Slash hat nicht so die hohen Trefferchancen. Mal sehen, ob die Shotgun von hier besser wirkt. Das sollte eigentlich ein 100 sein. Nur eine 88. Slash hat auch 88, richtig. Macht nur 3 bis 5, das heißt, wir nehmen lieber die Shotgun. Wenn die trifft, dann ist es wenigstens ein sicherer Kill. Genauso. Und damit sind wir erstmal alle unsere Probleme los. Und haben hier noch Mr. Wrobel übrig, der hier mal rausgehen kann. Und, sie schießen jetzt dort durchs Fenster. Sie waren erst da, das heißt, sie kommen langsam nach vorn gelaufen. Das heißt, vielleicht kann ich sie hier irgendwie ein bisschen flankieren. Ich bin nicht so gern an Fahrzeugen, aber davon mal abgesehen. Das hier ist volle Deckung. Was wir jetzt auf jeden Fall auch mal machen können, ist, uns Kikana herzunehmen. Irgendwo sinnvoll hinzugehen, zum Beispiel da. Da wird sie von vorn wahrscheinlich nicht gesehen, um mal einen Battlescanner zu werfen, um zu sehen, was da ist. Also ich denke, wir dürften noch einen Sektoiden erwarten. Oh, Battlescanner hat ja sogar 2 Anwendungen. Das ist ja wow. Rolling. Joe and Kay. Und wir können den Battlescanner anscheinend nicht nach oben werfen. Ja, dann bringt das Ding in dieser Situation ja quasi gar nichts. Das heißt, wir laden einfach nach. Und schauen dann nächste Runde, ob wir da besseres Glück haben. Wendo kann ein bisschen vorkommen. Wir haben eine Sichtweite bis hier. Das liegt aber wahrscheinlich nicht an Wendo. Schon unterwegs! Hoffe ich mal. Also wenn wir jetzt irgendwas triggern, was wir nicht tun, dann hätte ich dementsprechend die Vorgehensweise angepasst.
Jetzt passiert ja nichts mehr, wenn Pots auf uns aufmerksam werden. Squad Dodge Increased oder nur für Window? Machen wir das mal nur für Window. Wow. Glorios. Ich rechne eigentlich nur mit diesem einen Pot, der jetzt noch da ist. Vielleicht sind es auch zwei. Perspektivisch können wir Wendo dann nochmal darüber bringen und es da nochmal versuchen mit einem Hack. Order's confirmed, on the move. Vogel holen wir jetzt mal hier vor und Overwatch. Der Pot ist ja angeblich gerade auf uns aufmerksam geworden. Das heißt, wir können hier, denke ich, ganz gut uns einfach ein bisschen aufstellen. Vielleicht kommen sie ja tatsächlich her und müssen Overwatchen. Overwatch. Oh, vielleicht kommen sie aber weder her noch noch schießen sie auf das auf den komischen Transponder-Dingsbums. So, Kekana würde ich ganz gern dahin holen. Da kann sie dann auch über da und da Richtung darunter springen, wo die Aliens ja wahrscheinlich sind. Wird aber gleichzeitig nicht gesehen diese Runde. Zumindest ist das so die Idee. Und kann dann mal tatsächlich einen Battlescanner werfen. Vielleicht irgendwie auf das Auto, dass wir da ein bisschen ringsrum sehen. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Oh, da unten ist schon jemand. Ah ja, der. Der Battlescanner. Was ist das hier genau? Ein Sektoid und zwei Trooper. Okay, also relativ chillig der Pot. So, wenn wir mit Machai Rogel hier rangehen, werden wir dann gesehen. Zeigt es das an? Das zeigt es nicht an. Weil der Pot noch nicht aktiviert ist, ist ein bisschen doof, weil. Das ist ja auch toll, dass von dem Truck hier die Tür noch stehen bleibt und der Rest nicht. Ich denke, mit Robel bleiben wir einfach mal da und laden nach und overwatchen dann. Also wir laden erstmal nur nach. Mit Wendo. Sich ihn jetzt schon nach hinten ziehen, das ist, denke ich, der letzte Pot und er hat nicht so die Chancen, da irgendwie was Wichtiges kaputt zu machen oder so. Deswegen mache ich mir da eigentlich relativ wenige Sorgen. Es könnte sein, dass der Pot sich nach drinnen verzieht, deswegen würde ich mal Joe and Gray hier ranholen. Könnte natürlich sein, dass ich aktiviere, genauso. Ungünstig. Aber ich habe ja noch ein paar Leute, die sich bewegen können. So, Joe in 54, 46, 29. Den Sektoiden können wir relativ simpel flankieren, zum Beispiel mit Wendo. Der hier dahinter gehen könnte. Oh, wir haben da oben sogar den Trooper, der von hier flankiert werden würde. Da würde ich fast eher den bevorzugen als Ziel. Andererseits will ich mit Wendo eigentlich auch darüber, um den Hack auszuführen. Robel hat sich schon bewegt, hat aber immer einen 46% Schuss auf den. Vielleicht sollte ich ihn aber auch stattdessen noch in volle Deckung bewegen. Odysseus hat noch eine Granate. Und kann von hier eigentlich auch noch einen Schuss abgeben. Das heißt, ich hole lieber Odysseus nach da. Der sieht lustigerweise von hier nur den Sektoiden. Aber das reicht mir doch erstmal. Einmal Feuer bitte. Sehr schön. 6 Schaden. Ein paar Leichen liegen hier rum, die der Sektoid dann dementsprechend holen kann. Wir kommen mal mit Wendo tatsächlich ein Stück zurück. Auch wenn es eine schöne Flankmöglichkeit wäre. Haben hier immer einen 54% Schuss. Nehmen wir den mal. Jawohl. Wir sind die Besten. Ja. Munition ist knapp. Deswegen sind wir auch XCOM. Und Joe and Gray. Also die Trooper bewegen sich normalerweise. Der Sektoid wird sich auch definitiv bewegen. Deswegen denke ich, lohnt sich hier ein Overwatch. Und Wrobel
Ist da ein bisschen angreifbar, aber ich werde trotzdem Overwatch. Wenn wir Pech haben, tötet's jetzt schon beide. Ja, die Animationen sind leider ein bisschen daneben. Okay. Da bewegt sich der Sektoid auch so, dass er leicht flankiert werden kann. Habe ich kein Problem mit. Sehe ich ganz gern. Und er wiederbelebt da den einen Trooper. Ist übrigens ganz interessant zu sehen, also die, wenn sie einen Zombie wiederholen können, machen sie das auch allermeistens. Okay, das ist aber auch faszinierend. Wow. Zum Glück hat er das nicht zuerst gemacht. War jetzt nur noch halbe Deckung hier und dann hätte der Sektoid vielleicht sogar geschossen. Wenn es eine Leiche gibt, dann werden die Sektoiden allermeistens den entsprechenden Toten wiederbeleben. Das heißt, wenn ihr da in Not seid, denke ich, könntet ihr auch ganz gut einfach einen Zivilisten mit einer Granate oder sowas töten und dementsprechend forcieren, dass da... Sehen wir von hier irgendwas? Dementsprechend forcieren, dass der Sektoid nichts Kluges macht. Positiv. Komm schon, Wendo, ich will einmal sehen, dass du ordentlich hackst. Er sieht den Turm noch nicht mal von hier. Gerade so nicht. Ich lasse ihn trotzdem erstmal da. Vielleicht machen wir ja irgendwie einen Fehler, wo wir dann das Aid-Protokoll brauchen könnten, sollten. Irgendwas in der Richtung. Der hier drin ist ein Problem. Aber wenn wir mit Kekana hier runterkommen, die Tür aufmachen und den dann beschießen, ist das, glaube ich, eine relativ sichere Sache. Gleichzeitig sehen wir von hier, obwohl die Tür noch nicht offen ist, lustigerweise den Sektoiden ein, tue ich. Öffnen wir mal die Tür. So, 80% auf den, nur 63% auf den, okay. Interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schlecht ist. Die Frage ist, also ich will den... Ich muss den hier auf jeden Fall irgendwie unter Kontrolle behalten. Wir haben auch kein Unterdrückungsfeuer mit Odysseus. Nicht mal nach dem Nachladen. Was hat er für Trefferchancen? Das wird nicht angezeigt ohne Munition, okay. 32. Katastrophal, aber wir können zur Not auch eine Granate dahin werfen. Deswegen würde ich mit Kekana erstmal hier die 80% nehmen. Bam, sehr schön. Wir haben die Flashbang immer noch nicht gebraucht, lustigerweise. Das heißt, wir könnten die sogar auf den Trooper hier anwenden. Wir können ihn ein bisschen pinnen, ohne ihn zu flankieren vielleicht. Mhm. Obwohl, dann wird er wahrscheinlich auf Kekana schießen, das heißt, eigentlich müssen wir ihn jetzt schon umnieten, denke ich. Was ein bisschen schade ist. Achso, Joan Graham muss sowieso nachladen. On my way. Oh yeah. Wir haben noch Wrobel, der die Flashbang hat. Wie weit fliegt das Ding? Weit genug, dass wir da reinwerfen können. Sogar relativ relativ bequem. Dann machen wir das mal. Wie gesagt, ich will mal schauen, dass wir den noch eine Runde am Leben halten. Und dann würde ich hier einmal das Aid-Protokoll nutzen, und zwar auf Kekana, genau. Also ich setze jetzt halt ein bisschen Risiko rein, aber der trifft 20% schlechter, das heißt gegen halbe Deckung nur noch zu 30%, gegen Kekana dann noch weniger. Odysseus will ich jetzt eigentlich nicht overwatchen lassen. Obwohl wir könnten, denn er ist ja nicht flankiert, vielleicht schießt er einfach nur. Und mit dem Overwatch verhindern wir, dass er sich irgendwo blöd hinbewegt. Vielleicht ist das doch eine ganz gute Wahl. Wenn nicht, naja. Oh ja, er rennt. Einmal nicht treffen, bitte. Sehr schön. Oder so. Also es kommt drauf an, was der jetzt macht. Okay. Sehr schön. So, das bedeutet, mit Wendo haben wir jetzt noch einen Hackversuch. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ich will einfach mal schauen. Also diese Türme können halt auch coole permanente Boni für den Hacker geben. Und ich will Wendo eigentlich
so weit bringen, dass er da dementsprechend auch was kann. Entschuldigung. Kein Problem. Danke. Ach komm schon. Das kann es doch nicht sein. Wir sind doch so nah an dem Ding dran. Ah, das ist, weil diese komische Säule hier volle Deckung gibt, nehme ich mal stark an. Das heißt, wir gehen noch ein Stück zurück und dann müsste es ab nächster Runde klappen. Die Frage ist nur, ob wir den hier so lange unter Kontrolle halten können. Wir geben ein wenig Overwatch. Da sollte er sich eigentlich ganz sicher fühlen, hoffe ich. Mit Odysseus laden wir nach und geben Overwatch. Wrobel holen wir jetzt mal volle Deckung zurück. Und Kekana. Das wäre eine Flanke wahrscheinlich. Die wollen wir ja nicht. Was wir wollen, ist eine Position, von der aus sie nicht beschossen werden kann. Von der sie ihn trotzdem unter Kontrolle hat, wenn er Dummheiten macht. Das heißt, wir bewegen uns dahin. Das heißt, er sollte wahrscheinlich da raus schießen. Oder sogar rauslaufen. Aber wenn er läuft, dann ist er tot. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Jawohl. Schade, kein Hack. Es sei denn, es kommt jetzt nochmal ein Drop-In und wir haben die Mission noch nicht gewonnen. Okay. Leider wieder keinen Loot bekommen. Schade, schade. So, zurück in der Basis. Wenn Kekana zusammenbricht. Ah, ein neuer Specialist, sehr schön. Wrobel wird ein neuer Grenadier, okay, davon haben wir dann bald drei. Denn ich hatte ja noch einen in die entsprechende Schule geschickt. Wir werden hier nochmal einen Phantom nehmen. Kekana wird ja wahrscheinlich eine Weile draußen sein. Ein paar Corpses, okay. You and your crew have dealt another serious blow to the aliens' efforts today, Commander. Impressive work. So schlimm. Okay. Schauen wir uns erstmal an, wie die Lage mit den Soldaten aussieht. Wir haben Paladin, der 4 Tage noch braucht. Oh, Kekana 34. Das ist bitter. Das heißt, wir haben wahrscheinlich jetzt erstmal eine Weile keinen Ranger. Aber wir können jetzt 2 Grenadiere mitnehmen. Einer mit Damage-Granaten, einer mit Support. Das heißt, wir können dann auch mal ein bisschen Armor und sowas anlegen. Sehr cool. Ich weiß nicht ganz, wie die Support-Granaten auf Grenadieren überhaupt funktionieren, aber ich nehme an, dass sie genau dasselbe haben, sprich höhere Reichweite und vielleicht einen höheren Area of Effect. Resistance Contacts. Was genau bringt uns das Ganze? Das heißt, wir haben billigeren Kontakt nach Westafrika, oder wie? Gehen wir dem Ganzen einfach mal nach und schauen mal, was das bringt. Also wir wollen ja eigentlich den Kontakt Richtung Südafrika. Andererseits haben wir auch gerade die Forschung Resistance Radio drin. Okay, sehr schön. Mehr Supplies. 357. Das heißt, wir... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir in Relays auch Engineers stecken können, weil wenn das so wäre, dann würde ich das Ding eigentlich ungern da bauen, wo es jetzt ist, sondern lieber da. Und dann da definitiv einen Workshop hin, weil der die angrenzenden Räume mit Engineers versorgen kann. Andererseits braucht das hier wahrscheinlich wieder 30 Tage zum Ausräumen, richtig? Ja, nein, das machen wir nicht. Okay, das heißt, wir bauen hier oben das Relay hin. Wir haben jetzt genug Supplies. Zwölf Tage in der GTS passiert was? Achso, nix. Achso, das geht jetzt gerade ums Bauen.
Da haben wir immer noch ein Grenadier-Training. Da wir jetzt so viele Supplies haben, können wir ja auch mal nach den neuen Kampftaktiken schauen. Plus 3 Mobility für solange wir Concealment haben. Sehr cool. Und mehr Loot wäre auch ganz cool. Das würde aber all unsere Supplies fressen. Also wir haben richtig wenig Loot bisher aufgenommen, deswegen nehme ich das. Und die getimten Missionen sind schon so schwer genug, deswegen das. Das andere mit mehr XP durch Kills machen wir dann später, wenn wir es uns leisten können. So. Resistance Contacts plus 1. Was genau hat das jetzt gebracht? Ich habe so keine Ahnung. Resistance Radio wird in 3 Tagen fertig sein. Das heißt, wir fliegen, denke ich, jetzt mal darunter. Intel haben wir noch 105. Es gibt nur das eine Dark Event. Das heißt, wir fliegen darunter. Und fangen schon mal an, da Kontakt herzustellen. Die Black Side wird wahrscheinlich ziemlich schwer. So, Elsa Rivera ist jetzt ein Grenadier, sehr schön. Dann stecken wir direkt den nächsten Rookie rein. Wir haben bisher nur einen Scharfschützen, wir haben gerade keinen Ranger. Ronald McDonald, den lese ich jedes Mal hier. Ronald McDonald wird ein... Achso, wir haben jetzt einen zweiten Specialist. Wir haben noch keinen zweiten Sharpshooter und wir haben keinen dritten Ranger. Paladin wird jetzt gleich bald wieder geheilt sein. Aber perspektivisch 2 Scharfschützen zu haben, wäre, glaube ich, nicht schlecht. Wenn wir den Ranger jetzt ausbilden, die 10 Tage, die dauert es auch, also es dauert ein bisschen länger, bis Undurai wieder geheilt ist, aber nicht viel. Das heißt, ich denke, wir können die paar extra Tage ohne Ranger leben und nehmen lieber hier einen neuen Sharpshooter. Wir müssen dann sowieso schauen, ab dem nächsten Monat werden uns dann wahrscheinlich auch Nicht-Rookies angeboten zum Kauf. Vielleicht lohnt sich das ja dann. Oh, wir haben ja schon April. Commander, we just got word that the Resistance hit an Advent supply line. We have an opportunity to salvage some high-value materials, assuming we can clear out the alien forces guarding the site first. Na klar, machen wir gern. Mehr Supply ist immer gut. Damit können wir uns dann vielleicht sogar dieses mehr XP-Ding leisten. Vielleicht sollten wir es auch aufheben für perspektivisch die Magnetwaffen oder sowas. Auf jeden Fall wird das die nächste Mission sein. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ihr seht weiter zu. Gebt Daumen, Kommentare etc. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.